Und zum dritten Mal damit herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Ich habe jetzt dreimal versucht anzufangen. Alter. So, gar nicht lange reden, wie immer anfangen loszuarbeiten. Die Begrüßung fällt bei diesem Spiel mal ein bisschen kurz aus, weil wir ein bisschen hinarbeiten müssen. Ich weiß gar nicht, hatten wir einen langen Winter eingestellt oder so, einen langen Sommer eingestellt oder so? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Da ich es aber nicht weiß, werde ich jetzt ganz schnell mal anfangen, Hasenfallen zu bauen. Ich habe nämlich jetzt mittlerweile noch ein bisschen mal gespielt. Gut, die letzten zwei oder drei Wochen nicht mehr jetzt, aber davor hatte ich ein bisschen gespielt und hatte festgestellt, ja, okay, es ist sehr, sehr gut, wenn man einen ein paar Dutzend Hasenfallen hat. Ich gucke mal ganz kurz. Hasenfallen. Und hier natürlich das wichtigste die wichtigste Ressource für eine Hasenfalle. Die wir zum Glück aber hier finden. Und dann legen wir mal los. Setzen wir uns nicht unbedingt, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. So, dann geht's los, dann sammeln wir mal hier ordentlich. Klack. 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 Na, nimm. So. Dann hier gleich mal eine Hasenfalle hinbauen. Flupp. Und weiter geht's. Die Biester sind zum Glück nicht mehr in der Phase, wo sie einen auf die Fresse klatschen. Deswegen können wir ja auch ohne Bedenken durchwandern. Und da hat auch schon eines eingeschlagen. Sehr schön. Ja, komm her. So, 63% hätte ich noch. Nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Falls ich mir etwas räuspern soll. Das liegt daran, dass ich heute ungefähr 3 Stunden Stream schon hatte. Dann hatte ich zwischendurch noch 2 Stunden Aufnahmen und habe jetzt noch 3-4 Stunden League of Legends gezockt. Also ich habe heute schon einiges gezockt, deswegen, falls ich mich ein bisschen räuspern soll und so, es tut mir wirklich sehr leid. Ich werde versuchen, es in einer Menge Limonade zu ertränken. So. Und Wasser, wenn ich Lust habe. Aber nur, wenn ich Lust habe. So, ich hätte eigentlich gern noch mindestens eine Hasenfalle. Kriegen wir auch noch. So, Hasenfalle. Und auf nach Hause zurück. Bevor irgendein böses Monster sich denkt, den hole ich mir. So. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt hatten alles. Da muss ich mich mal vorher nochmal informieren. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann nehmen wir mal ganz kurz den hier und dann tun wir Feuer anfachen und dann können wir noch weiter ernten. Blitz hat man, glaube ich, aus in dem Spiel, gell? Bin mir nicht sicher, ich glaube, wir hatten Blitz aus. Ja, Vögelchen hier. Ich spiele eigentlich momentan Road of the Giants oder was spielen wir momentan? Kann ich euch gar nicht so sagen. Was haben wir denn hier drin? Wir haben hier ein bisschen Klett, wir haben hier ein paar Gegenstände gefunden. Wir haben hier zum Beispiel, das sieht gut aus. Da können wir nämlich hier jetzt die Hasen reintun. Und hier Vögel. Wichtig ist es nämlich, das ist mir aufgefallen, Hasen muss man so sammeln, die darf man nicht verarbeiten, denn Hasen verlieren keine Haltbarkeit. So. Was haben wir denn an Nahrung? Gar nichts momentan. Gar nichts ist natürlich immer so ein bisschen unschön. Dann holen wir uns mal hier ein bisschen noch was. Wichtig ist zudem noch, es gibt Feuerhunde. Wir müssen aufpassen, dass wir die Feuerhunde
nicht innerhalb unserer Base bekämpfen, sondern dass wir, wenn wir das Hundsgeräusch hören, dass wir sofort rausrennen aus der Base. Auch das ist wichtig. So, jetzt hier. Super. Und dann würde ich jetzt gerne mal schauen, was es an Food noch so gibt. Eine Bienenbox. Kann man es momentan nicht basteln? Haben wir den Bienen irgendwie schon mal gefunden oder so? Nicht, nee. Okay. Wie gesagt, mein Rekord ist momentan 50 Tage, deswegen bin ich ja schon ein bisschen weiter. Wir könnten uns Drying Rages basteln. Machen wir, glaube ich, auch gleich. Dazu brauche ich nur eine Fackel. Und den nächsten Morgen. Dann können wir uns schon mal Seile craften. Haben wir doch sicher schon mal gemacht. So. Dann gehen wir noch ganz kurz das Zeug hier abernten. Das gehört hier nicht hin. So, haben wir denn eine? Nein, haben wir nicht. Okay. Spitzhacke. Ich meine Axt. Ich hebe mich gern vorher noch ein paar Bäume. Hätte noch eine bessere Idee. Und zwar hatten wir doch hier irgendwo Monsterfleisch noch. Genau, 5-mal Monsterfleisch. Dann packe ich hier jetzt mal das da, das da, das da, das da, das da und das da rein. Habe ich Spiel beendet. Also nicht beendet, sondern runtergesteckt. Du noch, kommt mit, Jungs. Noch irgendjemand? Da oben ist noch einer. Komm her, Freund, hier, du, da bist du auch noch, ja? Oh, dumme Idee. So, da machen wir mal. Los, Jungs. Jetzt der Bäume gefällt. So, der Plan ist, während die jetzt fällen, dass ich alles aufsammle, weil gleich wird ein Baummonster entstehen. Und das will ich niederbrennen. Zusammen mit dem ganzen Wald, der noch übrig bleibt. Oh. Deswegen die fällen. Immer schon smashen, Jungs. Deswegen die fällen und wir... Hier aber voll schön smashen, go go. Sehr schön. Immer schön smashen, Jungs. Wer kennt sie nicht, die Smashers Brothers? So. Wundert mich, dass noch kein Baummonster gekommen ist, um ehrlich zu sein. Na egal. Vielleicht mal eine Runde mit. Klack, 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 so. Dann auch noch, klack, 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 der Tag ist gleich vorbei. Na dann. Das Problem ist, dass wir den einen Wolfsfleisch gegeben haben, das heißt, die werden zum Wehrschwein, sobald jetzt irgendwas passieren sollte. Oh, mitnehmen.
So. Like. Und jetzt wird's lustig. Sammeln wir die ganze Asche hier mal auf, die wir finden. Bevor es verbrennt. Die Asche kann man auch für die Heilsalbe nehmen, deswegen sammle ich die auf. Und jetzt kriegen wir noch die Kohle. So. Die restliche Asche wird jetzt verwehen langsam. Und wir gehen jetzt nach Hause, bevor es wirklich zu dunkel wird. So, lief doch gut. Kam nicht mal ein Baummonster. Und wir haben einfach mal 3 Tonnen neue Stacks. Gehen wir natürlich erstmal jetzt zwei neue Kisten, die ich hier rausstelle. Wo die Nahrung dann reinkommt. So. Lass bitte kein Vollmond sein jetzt. So, 10 Grenzenspeise hier abernten. Vogel haben auch wieder gefangen, sehr schön. Heute ist Neumond. Okay. Soll ja theoretisch nichts passieren. So, was auch wichtig ist, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich, hier, ist das Craften einer... Wo ist es denn? Strohrolle, genau, habe ich noch nie gemacht. War irgendwie klar. Habe ich halt nicht gewusst vorher. Habe ich halt vorher alles nicht gewusst. So. Jetzt nehmen wir das hier, das hier, das hier, das hier. Wohl das und das und das lasse ich mal noch. Obwohl. Ich kann ja auch theoretisch das mal hier lassen. Und das da. Und dann machen wir es nämlich jetzt erstmal. Moment. Den Prototyp der Drying Rage. Die wir auch gleich hier aussetzen, sobald es hell wird. Die stelle ich mir mal hier raus. Weil ich sonst irgendwo Platz dafür habe. So, noch eine. Jetzt haben wir keine Seile mehr. Auch kein Ding. Machen wir uns halt noch ein paar. So. Und das funktioniert wie folgt. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen von dem geernteten Fleisch. Wir nehmen am besten mal Vogel. Wo ist der Vogel? So. Kommen die Schweine eigentlich wieder? Ich weiß es gar nicht. Und dann machen wir Klack. 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 Und eins. Zwei.
2. Wo ist die dritte?